Die Diäten sollen die Unabhängigkeit und Unbestechlichkeit von Abgeordneten absichern. Und die fallen auch wirklich sehr komfortabel aus. Das ist so hoch, wie 2 oder 3 Durchschnittsverdiener sonst alleine erwirtschaften müssen. Ich glaube, dass letzten Endes die Unbestechlichkeit und Integrität von Abgeordneten nicht von der Höhe ihres Einkommens abhängt und nicht dazu gekauft werden kann, sondern das ist einfach eine charakterliche Frage. Eine Frage des Selbstverständnisses, dass man als Volksvertreter eine besondere Verantwortung trägt, der man auch gerecht werden muss.